Hallo Wander- und Outdoor-Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Adventure Trails. Ja, ich bin wieder mal in der Südeifel, möchte euch mitnehmen auf eine neue Wanderung hier, die Tour 57, und die startet hier am Schloss Weilerbach. Das war damals ein Amtssitz des letzten Erzbischofs, glaube ich, von Echternach. Und hier gibt es auch eine alte historische Eisenhütte, hier ist ein Museum integriert und hier gibt es auch so ein Schlosscafé. Eine schöne Gartenanlage dabei, vielleicht sehen wir noch ein paar Eindrücke gleich davon, und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, noch so ein paar Details zur Wanderung. Die Tour ist 6 Kilometer lang, ist die Route 57 hier im Naturpark Südeifel und startet halt hier am Schloss, das habt ihr schon gesehen. Das Schloss hat noch eine Eisenhütte dabei, die wurde so 1777 gebaut. Und später, drei Jahre später, meine ich so 1780, kam dann dieses Schloss dazu, war zuerst bischöflich, beziehungsweise hat zu einer Abtei gehört, die Abtei Echternach, hatte ich hier auf der Luxemburger Seite, und irgendwann dann in der Französischen Revolution so rum hat das Ganze dann den Besitzer gewechselt und hat dann irgendeinem französischen Offizier gehört, und der hat sich hier ein schönes Schlösschen mit Garten noch angelegt. Und zu ihren Glanzzeiten muss diese Anlage wohl mal so 220 Mitarbeiter gehabt haben, also in diesem Hüttenwerk, und dann wurde halt hier platziert, weil hier unten genug Wasser von der Sauer ist und jede Menge Wald rundherum steht, und da hat man sich halt für diesen Stand noch entschieden. Ja, hier hinter mir seht ihr jetzt den Bärenstein, ein sogenannter Druidenstein oder auch Opferaltar. Ist wohl so aus der Zeit der Kelten, vermutet man. Und man denkt, dass hier halt entweder irgendwelche Götter angebetet wurden oder Opfer dargebracht wurden. Hier in der Südeifel findet man ganz viele davon. Man vermutet, dass die Kelten sich gerne hier angesiedelt haben, gerade durch diese Felsformation hier, Ferschweiler Plateau, die ja doch einen sehr mystischen Hintergrund hat, hat man wahrscheinlich auch deswegen hier gesiedelt und dieses Gebiet genutzt. Und man findet halt gerade hier auf diesen Wanderstrecken entlang des Plateaus ganz, ganz viele dieser Steine, dieser Opferaltare, die natürlich auch nicht alle hundertprozentig belegt sind. Ja, auch mal ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr gut seht, das ist ein Erdwespennest, da sieht man auch die Gesellen rausgucken, scheinbar hat hier irgendein Tier das Nest aufgebrochen, um an die Wespen zu kommen, da sind aber noch ein paar, bevor die jetzt mein Ich wert gewesen, hauen wir mal lieber ab. Ja, genau an dieser Kreuzung kreuzen sich Tour 57 und 56. Die 56 könnt ihr euch einfach hier oben mal anschauen, die sind wir schon gelaufen vor einiger Zeit. Und bevor wir jetzt hier den Weg weiter runtergehen, die Tour 57 weiter folgen, hier ist noch ein kleiner historischer Ort, ein bisschen versteckt, die sogenannten Kiesgräber oder Käsgräber. Und die zeige ich euch jetzt mal. Ja, und hier sehen wir jetzt so ein Kiesgrab oder Käsgrab. Der Name stammt eigentlich nur daher, diese Steine, wenn man die von oben betrachtet, sind die relativ rund gehalten. In der Mitte sind so Ausstülpungen drin. Und die erinnern an halt so Käseverpackungen oder am Käseleib mit diesen Löchern, beziehungsweise so Schmierkäse, diese Verpackungen davon.
Die stammen so aus dem 2. Jahrhundert nach Christus und ihr seht hier diese viereckigen Ausstülpungen auf diesen Steinen. Das waren die eigentlichen Grabkammern, man hat die Toten verbrannt, hat die Asche hier reingestreut und hat dann ein paar kleinere Grabbeigaben, kleine Gefäße reingelegt und hat den ganzen dann Dach drüber gebaut, zum Beispiel aus Ton oder bei dem besser betuchten. Wurde dann halt so ein Stein drüber gepackt und ja, die hatten dann praktisch den Leuten, den Toten, zu Hause gebaut, dass sie so ein kleines Häuschen haben, in dem sie leben können. Ihr seht hier den verzierten Stein, der ist dann schon relativ massiv und wie gesagt, je nach Stand war das dann dementsprechend ausgeführt. Ja, wie so oft hier, Probleme statt schöner einzufangen, ne? Hier oben diese Felsenformationen beginnen jetzt hier wieder, da wir gerade auf dem Weg nach unten sind. Und dann werden wir gleich hier auf der linken Seite immer wieder schöne, ja, Sandsteinfelsen haben. Man muss einfach mal hier gewesen sein, um sich das anzugucken. Ja, ihr habt gerade gesehen, Abzweig und Teufelsloch. Ihr seht die Felsformation hinter uns. Er geht jetzt hier irgendwo rein. Ich suche gerade den Eingang. Und da ist dann nochmal so eine schöne, ja, Felsformation, wo man durchgehen kann. Scheinbar hier die Treppen hoch. Und mal sehen, was da erwartet. Alter Verwalter. Okay, da hätte man den Rucksack vorher ausziehen sollen. Also das ist ganz schön eng. Ja, und hier ist ein weiteres Delikt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Es soll sich hier um eine Darstellung bzw. eine Büste für die Göttin Diana halten, also die Göttin der Jagd. Man sieht wohl da noch so ein paar Beine von einem Hund und Beine von einer Frau mit einer Tunika.
Und warum das hier steht, kann man nicht genau sagen. Die wurde aber hier errichtet und ist nachweislich auch so alt, da er ungefähr so zu datieren ist wie die Druidensteine. Ja, und leider ist nur noch der Sockel von dem Bauwerk übrig. Also wieder ein kleiner kultureller Punkt auf unserer Wanderung. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Ich hoffe, die Wanderung hat euch gefallen. Die 6 Kilometer haben mir sehr gut gefallen. Ein paar Sachen wie die Ausschilderung könnte man sicherlich verbessern. Ja, hinter uns wieder noch ein schönes Schloss. Wie gesagt, hier kann man auch, glaube ich, teilweise besichtigen. Hier gibt es noch einen Kaffee, leider heute geschlossen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Weg ein bisschen gefallen. Lasst mir ein paar Kommentare da. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und sage bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss.